Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTuma wieder am Start und willkommen zurück zu einem weiteren Super Mario Maker Part und wir schauen uns heute mal die Sternenrangliste auf schwer an und ja, es gibt einige neue Level in der Sternenrangliste und ich denke, das ist ein interaktives Musiklevel, aber wir schauen uns mal das hier an, nämlich Burn It at the Stake 12IC. Okay, sind wir jetzt in einem Kondensator? Kann durchaus sein, ne? Weil IC, ne? Könnte ein Kondensatorstrom sein, aber ich denke mal nicht, dass er einen Kondensator hier nachgebaut hat. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, wie man das machen könnte. Aber vielleicht hat er es ja gemacht. Okay. Sind das die Elektronen? Ups, ach scheiße. Na, in der Regel... Ah, okay. Okay, es ist sehr komisch. Wir müssen also auf jeden Fall nach oben, ne? Genau. Ein Kondensator dient eigentlich zum Speichern von elektrischer Ladung. Und wir haben es falsch gemacht. Wir hätten auf die andere Seite gemusst. Alles klar. Und zwischen diesen zwei Kondensatorplatten hat man meistens noch so ein Dielektrikum, ne? Ah, ich will jetzt nicht zu physikalisch werden. So, ich glaube... Ja, die Piranha-Pflanze, die... Ah, okay, gut, gut, gut. Ich lasse die Piranha-Pflanze da, ne? Genau. Und ich glaube, wir sind nicht in einem Kondensator. Nee. Obwohl man da viele, viele Dinge berechnen kann, natürlich. Oh mein Gott. Ach Gott. Okay. Geh mal hier hoch. Und ich weiß nicht, ob ich die Feuerblume brauche. Ich glaube schon. Ja, ich brauche sie noch. Okay. Aber wenn wir hier alles ruhig lassen, dann passt es. So. Konzentration. Please. Okay. Und jetzt hauen wir... Ja, genau, genau. Wir dürfen die Kettenhunde nicht freilassen. So, ich glaube, so ist es richtig. Oh ja, oh ja. Oh mein Gott, das ist eine coole Idee. Ein cooles Rätsel hier. Zu Beginn dieses Pades. Okay. Und, ich weiß noch nicht, ob wir es schaffen. Ups, nein, das war der schlecht. Vor allem jetzt ist da wieder eins runtergegangen. Ah, scheiße. Egal, egal. Das kriegen wir hin. Die Idee ist gut, die Idee ist gut. Mal schauen, ob das Level auch weiterhin so gut bleibt, ne? Und jetzt schauen wir, dass wir hier hochkommen. Jawohl, perfekt, perfekt. Hier kommen wir nicht rein. Okay, gut. Und wir dürfen uns eine Röhre aussuchen, oder? Die Höhle des Verderbens. Ja, ich mach mal weg hier. Ah, jetzt wird der Kettenhund nicht freigelassen. Okay, gut, dann zerstöre ich mal alles und schau, was passiert. Und nein, wir kommen hier nicht durch. Okay. Ja, das ist ein Rätsel-Level. Wir müssen auf jeden Fall in die mittlere Röhre. Und das hier ist, denke ich mal, wieder eine Reset-Röhre. Ein sehr interessantes Level. Das habe ich jetzt auch nicht auf schwer erwartet, ne? So, was müssen wir zerstören? So, wir brauchen ja die Plattform da oben. Oder da unten, besser gesagt. Ja, dann müssen wir ja eigentlich alles wegmachen, ne? Eigentlich schon. Die Frage ist, ich komme ja dann nicht weiter, so wirklich. Aber hier ist noch eine Bombe. Na gut, die kann ich entzünden. Oder auch nicht. Kann ich sie entzünden? Nee. Ja, kann ich. Okay. Gut, jetzt schauen wir mal, ob das richtig war. Nicht ganz. Nee, nicht ganz. Und jetzt komme ich auch nicht mehr raus. Okay, doch. Okay, gut. Ja, vielleicht... Nee, nee. Ich muss noch weiter runter. Ich muss noch weiter runter. Oder hier hoch. Glaube ich nicht. Okay, ich probiere es einfach nochmal. Ach so, die Bombe explodiert hier oben direkt. Das soll sie eigentlich nicht, ne? Oder doch? Ah, da ist noch eine zweite Bombe. Da ist noch eine zweite Bombe versteckt. Okay. Ja, und die müssen eigentlich so viel mitnehmen, wie es geht, ne? Und ich glaube, jetzt ist es irgendwie richtig, oder? Kann das sein? Jetzt kriege ich die Pflanze nicht weg. Wenn die Pflanze jetzt noch weggehen würde... Pflanze, geh weg, please, please. Komm schon. Die geht nicht weg, ne? Ach Gott. Und auch nicht so. Nee, so geht sie gar nicht weg. Da sterben wir nur. Scheiße. Aber jetzt wissen wir, wie wir das machen müssen. So, mehr oder weniger. Also die Bombe oben kann explodieren. Und die unten muss möglichst viel mitnehmen. So, kaboom. Und genau, die Pflanze hauen wir weg. Die auch. Scheiße. So, das klappt doch jetzt. Bitte. Ich hoffe, es gibt hier Checkpoints. Ja, es gibt einen Checkpoint. Okay. Gut, gut. So, und jetzt hauen wir die Bombe hier runter.
Ja. Okay, das war wieder ein bisschen schlecht. Aber vielleicht schaffen wir es. Ja, wir müssen möglichst viele Kettenhunde weghauen. Wir müssen die Kettenhunde weghauen. Warte, aber wenn wir die Kettenhunde weghauen müssen, dann macht es ja eigentlich Sinn, alle Pflanzen vorher zu beseitigen, die wir haben, ne? So. Die auch weg und die oben. Wait, die können wir lassen. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir die Bombe nach unten kriegen. Gut. Mal schauen, ob das passt. Ja, 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 ja. Und jetzt noch diese Scheißpflanze weg. Aber die geht nicht mehr weg. Ach man, die hätte ich vorher wegmachen sollen. Ja, okay, ich finde dieses Level irgendwie zwar cool, aber auch irgendwie blöd. So, jetzt sollte es klappen. Ich hoffe doch. Ja, aber jetzt ist es zu niedrig. Ah ne, okay. Ach, da geht der Mario rein. Alles klar, okay. Okay, gut. Und, okay, jetzt kommt eine Skill-Jump-Passage. Das ist doch in meinem Bereich, ne? Und ich kann nicht sterben. Auch eine Idee, die ich noch nicht so gesehen habe. Sehr nice. Ich habe das Gefühl, dass wir doch in einem Kondensator sind. Und das hier sind gerade die Elektroden. Ach, du heilige Scheiße. Okay, okay, okay. Ach Gott. So, komm her. So. Oh nein. Rage, ja. Amazing Stage. Okay. So, ja. Okay, und jetzt noch zwei. Ja, die Lapitos fliegen auch so blöd. So, die müssen noch irgendeinem Muster folgen. Ja, die folgen so ein bisschen dem Mario, aber auch irgendwie nicht. Ich hasse ja Lapitos sowieso schon als Gegner. Und, ja, die verhalten sich noch etwas komischer. Okay. So, nein, das geht nicht. Oh Mann. Ja, ich hoffe, ich krieg dann den Checkpoint, ne? So. Okay. Kleinen Sprüngen. Funktioniert das? Ah, dann bremst der ab, der Arsch. So. Okay, Takt. So. Und der bremst ab, der... Oh Mann, ey, das nervt. Also das Level ist cool, aber irgendwie auch nicht. Mann! Ah. Ja, 100 Sekunden noch. So. Okay. Ja, und toll, und dann gehe ich da an die Seite weg. Ey, das ist doch kacke. Ich hoffe, jetzt kommt... Ja, ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Checkpoint kommt, ne? Direkt danach, oder ob jetzt noch eine Challenge kommt. Ich werde es mal probieren. Ich schneide das jetzt aber mal. Okay, okay, komm. Die eine Stage noch. Geh doch weg, ey, dieses Scheißding. Ey, Mann, ey, das kotzt mich an. Dieses Level ist ja, ich weiß es nicht. So. Nee, das schaffe ich nicht. Ach komm. Nee, es macht dann auch keinen Spaß, das aufzunehmen, wenn ich ehrlich bin. Weil... so, ja. Wahrscheinlich geben hier auch die meisten auf. Ja, warum fängt man gleich so an mit einem Level? Aber vielleicht kommt da wirklich danach der Checkpoint. Ich hoffe es. So, komm. Ja, 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 ja. Und jetzt nach oben. Ja, 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 ja. Da gibt es zwei Röhren. Ja, ich gehe in die obere Röhre. Und scheiß drauf, wenn da irgendwas anderes war. Und hier ist ein Checkpoint. Okay, sehr gut. Das heißt, ich bringe mich jetzt mal schnell um. Ich suche zumindest nach einer Gelegenheit, mich umzubringen. Und genau, da ist schon die erste Gelegenheit. Und wir schauen uns das mal an, was hier noch gewollt ist. Okay, wieder so ein Spielchen. Alles klar. Und wir müssen wahrscheinlich mit der Feuerblume in diese Röhre rein. Okay, mal gucken, ob wir es schaffen. Hier ist die Feuerblume nur, okay. So, die Bombe explodiert. Und dann können wir hier stehen. Ach Gott, wir müssen hier geduckt... Geduckt dahinter springen. Dachte ich zumindest. Ansonsten wird man ja verletzt, ne? Oder ich brauche die Feuerblume gar nicht. Das kann natürlich auch sein. Aber alles ist schwierig. So. Ah, okay. Gut, ich hoffe mal darauf, dass ich die Feuerblume nicht brauche. Oder kriege ich die hier? Nochmal? Nein. Oh, nee, aber jetzt bewegen die sich so. Kommen die zurück? Das ist ein Pfeil nach unten. Warum? Ah, die kommen nicht mehr zurück. Scheiße. Ich glaube, die brauche ich. Ja, die brauche ich. Okay, gut. So, Kettenhunde, kommt her. Zu mir. Okay, und runter. Und hoch. Und wahrscheinlich muss ich jetzt noch Feuerblumen-Mario sein, oder? Das wär's ja. So,
Okay, das klappt aber ganz gut bisher. Und scheiße, der Kommentar hat mich abgelenkt. Und hier ist der zweite Checkpoint. Ein zweiter Checkpoint. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Egal, egal. Ich hoffe, ich krieg gleich wieder eine Feuerblume. Heilige Scheiße. Okay, Tanuki. Scheiße. Wir besiegen einfach mal alles. Genau. Alles, was wir sehen. Und ich brauche einen neuen Tanuki. Gib, gib, gib. Okay. So, mal gucken. Hier ist ein Pfeil. Warum? Ah, hier ist auch das Ziel. Das kann ich mir nicht vorstellen, genau. Ich brauche einen Mancha von oben, denke ich mal. Bloß, wie kriege ich den Mancha von oben da rein? Oder eine Flamme? Ich glaube, ich weiß schon. Aber ich schau mal, was hier ist. Nee. Okay, ich glaube, ich muss die Bombe genau da zum Explodieren bringen. Oder? Ja, ich sehe zumindest jetzt keine anderen Möglichkeiten. Okay. Dann probiere ich das mal. Und es ist gut, dass da noch ein Checkpoint war. So, okay. So, Tanuki. Und genau hier brauche ich diesen Pflock. Genau, der Pflock, der muss direkt ins Loch. Und das wird aber eine sehr schwere Aufgabe für unseren lieben Mario. Aber das kriegen wir hin. So, wir probieren es nochmal. Und am besten sich nicht treffen müssen. Okay, so, komm her. Wir golfen, wir lochen ein. Mal schauen, ob wir es schaffen. Das ist echt schwer. Fuck it. So, hier kommt ein Tanuki raus, okay. Nee, ach komm, so ganz knapp. Scheiße. Knapp daneben ist leider auch vorbei. Ach komm. Ach komm, das ist doch... So. Nein, schon wieder so knapp. Mann, das ist nur Glückssache. Das hat auch nichts mehr mit Können zu tun. Das ist einfach nur Glück. Ach komm, ey. Triff doch mal das Loch, lieber Mario. Nein, schon wieder so knapp, Mann. Ein Pixel. So, okay, okay, okay. Geschafft, geschafft, geschafft. Boah, endlich. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Versuche das gebraucht hat. Aber locker 10 Stück. Oh mein Gott. Aber endlich geschafft. Ja, also dieses Level, ja, war zwar cool, aber irgendwie auch schlecht. Aber ich gebe ihnen auf jeden Fall trotzdem einen Stern. Ja. Ja, aber ich fand es mehr cool als schlecht. Aber es war auf jeden Fall, ja, frustrierend. Ein bisschen. Aber es hat Spaß gemacht, ja. Sehr cool. Und wir machen dann weiter mit dem nächsten Level. So, wir spielen jetzt einen 50 Sekunden Speedrun von einem Japaner. Und dann gucken wir mal. Er schreibt zwar easy im Titel, aber Abschlussrate ist irgendwas mit 7%. Und ja, man scheint hier auch einige Male zu sterben. Aber es sollte funktionieren. Ich glaube, da muss ich einfach nur rennen, oder? Da muss ich gar nichts drücken. Ich weiß nicht. Ich habe mir jetzt den Rekord auch nicht angeguckt. Aber anscheinend muss ich hier wirklich nur rennen. Okay. Gut. So, dann hier weiter. Ja, man muss hier beim ersten Mal den Kurs auswendig lernen. Und dann beim zweiten Mal schafft man es dann auch. Okay. Bisher ist alles in Ordnung. Hier einfach nur rennen wieder. Ja. Nicht auf die Clownskutschen achten. Nein. Okay. So, und stampfen. Ja. Gut, das wusste ich nicht. Okay. Und... Hä? Ach, da brauche ich noch den P-Switch, oder? Wahrscheinlich. Okay. Oder nee, ich brauche nicht den P-Switch, weil der reicht ja nicht bis dahin. Dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Ja, ich muss das so machen? I don't know. Und ja, die sterben leider nicht. Da gibt es auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit. Nehme ich mal an. Gehe ich stark davon aus. So, kein Triple Jump. Und was soll das jetzt wieder? Hä? Ja, hier muss es doch irgendwie schneller gehen. Sonst kriegt man ja auch ein Timeout. Aber ich brauche andererseits an dieser Stelle dann ein Power-Up. Irgendwo. Hier. Ach so! Da sind normalerweise diese Pflanzen. Okay, alles klar. Oder vielleicht kann man hier doch geduckt durch.
Gehe ich sogar fast davon aus. Ich probiere es mal. So, schauen wir mal. Ja, man kann da durchrutschen. Und ich glaube, man muss auch da durchrutschen, damit der Twomp die Powerblöcke aktiviert. Und dann kommt man hier ganz schnell durch. Ja, so ist es auf jeden Fall gewollt, denke ich mal. Das ist dann... Ja, das ist dann schon schwierig. Ja, komm, wie soll man da durchrutschen? Das funktioniert doch nicht wirklich. Ja, im letzten Moment, aber... Mann. Oder vielleicht doch einfach nur durchrennen. Ja, das geht ja doch. Okay. Ich weiß nicht, was ich dann beim ersten Mal für ein Problem hatte. Alles klar. So, und jetzt kann ich hier drüber spinnen. Alles klar. So, und jetzt kann ich da spinnen. Und jetzt kann ich da spinnen. Okay, cool. So, und hier brauche ich einen Triple Jump, denke ich. Und hier wahrscheinlich auch. Oder auch nicht. Okay, Schlüssel. Und auf den Knochen drücken, kacken wir. Genau, und hier müsste das Ziel kommen. Und Ultra Luck. Alles klar. Ja, das war doch mal lustig am Ende. Okay, gut. Ja, ich hab da bei den Twomps, ja, beim ersten Mal irgendwas verkackt, dass ich da gestorben bin. Obwohl ich eigentlich Full Stupid hatte, ne? Aber okay, okay, gut. Und ich war nur ein Hundertstel hinter dem Rekord, also den könnte ich theoretisch leicht holen. Aber jetzt nicht in der Aufnahme, sondern wir machen jetzt noch abschließend dieses eine Musiklevel. Dieses interaktive Musiklevel, was aktuell auf Platz 1 ist, ne? Nämlich Sur Samotto. Dann schauen wir mal. Gut, der Gregory hat den Rekord. Ich glaube, der baut auch gerne Musiklevel. Dann gucken wir mal, was die so drauf hat. Oder ist das sogar Automatik? Das ist auf jeden Fall ein Amiibo-Level. Gut zu wissen. Und den Amiibo, den will ich natürlich. So, okay. Eine Excite-Strecke. Ja, aber der Rekord ist ja bei 28 Sekunden. Das heißt, es gibt eine Menge Toleranz. Oder halt eine Ultra-Abkürzung. Und es ist anscheinend nicht mal ein Musiklevel. Ein bisschen schade. Also vom Design her hat es halt wirklich den Eindruck eines Musiklevels gemacht. Und natürlich. So, wir sind Mario. Ach, scheiße. So. Ja, wir haben eigentlich genug Zeit. Außer es gibt irgendeine Ultra-Abkürzung mit den 28 Sekunden. Aber wenn es die nicht gibt, dann haben wir Zeit. Also, ich sollte mich eigentlich nicht stressen lassen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Blöcke brauche. Ich glaube nicht! Okay. Geh nicht runter, geh nicht runter. Aber man ist nicht tot, das ist gut. So. Da stand irgendwas. Aber, ja, hier ist das Ziel. Okay. Ja, also... Dem gebe ich keinen Stern, einfach weil es eben gerade so auf der Sternenliste auf Platz 1 ist und das will ich nicht supporten. Ansonsten hätte ich dem Level schon einen Stern gegeben, aber ja, damit es von Platz 1 wegkommt, gebe ich ihm keinen. Und das war's dann auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Blöxtu und ciao!